wahrscheinlich so ungefähr euer Gefühlszustand, als gestern kein Video kam. Menschlich gesehen ziemlich. Jetzt wisst ihr zumindest auch, wie sich der Abo-Button fühlt, wenn ihr da immer nicht draufklickt. Schlingel! Aber die Zuschauer, die hier des Lesens mächtig sind, die haben es bereits durchschaut. Sind zwar da nur so zwei, drei Leute, aber ich darf euch heute ganz herzlich willkommen heißen zu... Es ist halt nach wie vor immer einfach geil, wenn man sich auch auf Ansagen verlassen kann, ja? Dass die hier dann halt auch wirklich pünktlich im April, wie es der Trailer versprochen hat, releasen. Chill. Wir haben extra gewartet, bis ich kurz vorm Umzug bin und mega viel Stress habe. Aber noch nicht das komplette Game. Nein. Man muss es ja nicht gleich übertreiben, wisst ihr? Mag es ja generell nicht gerne so vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Immerhin, Ostern hat noch nicht mal richtig angefangen. Wir sind noch voll dabei. Genau. Aber nichtsdestotrotz war das schon ein ziemliches Überraschungsei im Nest. Das Warten soll sich gelohnt haben, denn wie mir bereits einige von euch mitgeteilt haben, soll die Demo wirklich großartig sein. Da schlackern die Ohren. Und lieber ein gutes Spiel mit allem drum und dran, als zu schnell zum Zuge kommen, ja? Und Leute, ich muss euch warnen. Dieses Spiel hat blinkende Lichter und Schrecken. Oh mein Gott! Ich würde euch ja jetzt liebend gern auch noch weiterhin ein bisschen auf die Folter spannen, aber ich muss heute noch einige Kisten packen, ja? Und packen, das will mich bei diesem Game auch etwas. Und nicht nur die Spannung, sondern etwas aus dem Dunkeln, von hinten und nicht zum Eier suchen, das kann ich euch versichern. Leute, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin wahnsinnig aufgeregt und super gespannt. Freue mich mega auf dieses Spiel. Es ist wirklich da, also. Haltet den Lärmpegel niedrig, um Gefahren zu vermeiden. Okay. La, 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 la. Sorry, es war einfach viel zu verführerisch. Ich bin mir gar nicht so sicher, wo wir hier überhaupt sind. So, keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. So, danke auf jeden Fall für diesen Raum, habe das auch mal gesehen. Oh ja, es gibt die Möglichkeit, sich hier zu verstecken. Weil nicht nur Mr. Hopp in diesen Gängen unterwegs ist. Ich frage mich, ob wir in irgendeiner Jugendeinrichtung sind oder einem Waisenhaus. Und das hier ist natürlich irgendwie so die Tutorial-Ebene, mehr oder weniger. Ah ja, ich bin ein Virtuose an der Leertaste. Du... transdimensionale Koralle, die du dich dafür entschieden hast, hier auf meinen Dielen zu wachsen. Nimm dies! Oder rein? Nein? Aber ich war so höflich zu fragen, ja? Alright. Yo, fängt das am Beginn des Spiels an oder einfach irgendwie mittendrin? Weil wenn nicht, dann ist das hier bestimmt wie so eine Traumsequenz oder so. Oh ja! Gegenstände sind da jetzt auch, also bestimmte. Damit können wir jetzt interagieren. Also nicht, dass ich das für dieses E, was da random auf dem Tisch schwebt, gebraucht hätte. Esther. Das muss man wahrscheinlich zusammensetzen. Oh, ich liebe diese kleinen Mini-Aufgaben. Da gibt es dann bestimmt wieder irgendwelche Secrets oder Extras. Oh, Extras gab es ja, habe ich im Menü gerade gesehen. Boah, ich bin so... geflasht und irgendwie ungläubig, dass wir wirklich hier sein dürfen. Das ist irgendwie fantastisch, Alter. Ich freue mich so krass auf dieses Spiel. Das ist der geilste Horror-Side-Scroller ever. Und ich erwarte auf jeden Fall einiges von dem Sounddesign, weil das war in Mr. Hopp Playhouse immer sehr, sehr awesome. Alright. Gut, alles klar. Warum habe ich es mir nicht gedacht, dass die Treppe da jetzt weg ist? Also, ich meine, wir könnten ein ganz chilliges Leben führen, indem wir einfach keinen Schritt mehr vor den anderen setzen. Oder wir lassen die Party beginnen, let's go! Hi. Tja, vielleicht habe ich mich falsch entschieden. Ach, rennen muss ich, wirklich. Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Du würdest du die Lautstärke bitte zügeln? Alter, ich glaube, ich habe ein bisschen gespuckt. Verzeiht bitte. Esther, we are trying to sleep. Ja, sorry, mach doch die Augen zu. Ich bin mir sicher, wenn ihr von irgendeinem... dunklen Unterwelthasen gejagt werden, wird auch nicht mehr so happy. Wir sind im Waisenhaus. Und es war ein Traum. It's the same dream, over and over again. Maybe it means something. Maybe it means you're going crazy. I am not crazy, Mommy. Kinder. Here you are, kids. More things for you to make a mess. Oh nein, Miss Beverly mit der Box der Pandora. Oh Gott, Alter, die sind ja alle schlimm. Der Hase ist noch der ungruseligste. Ja, in deinem Traum, den du scheinbar jeden Tag träumst, du Ei. Oh, ja, genauso wie dein Stimmchen. I'll call mine Mr. Stripes. Sehr kreativ. What are you going to call yours, Esther?
Mr. Hop. Mr. Ich spüle dich gleich die Kloschüssel runter. Jo, und da wären wir bei der Demo zu Mr. Hops Playhouse 2, Alter. Sehr, sehr geil. Kapitel 1, Verstecken. Interessant. Wir sind im Waisenhaus, wir spielen Esther. Neues Ziel, oh, das haben wir jetzt auch. Suche nach Molly und Isaac, wir können scheinbar irgendwie Münzen sammeln. Jo, sind wir Esther McMario oder was ist hier eigentlich los? Voll geil. Jo, zieht euch rein, ey. Wie krass das gestaltet ist. Esther ist übrigens die Großmutter von dem Kind im ersten Teil, wo sie den Hasen geerbt hat. Oder er, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Junge oder ein Mädel war. Also hier begann die ganze Geschichte. Aber wie wir erfahren haben, hat sie auch vorher schon von diesem Hasen geträumt, bevor sie ihn bekommen hat. Das ist interessant. Ich dachte halt, sie ja bekommt den geschenkt irgendwie und dann nimmt alles irgendwie seinen Lauf. Keine Ahnung. Aber irgendwie so einfach ist es dann doch nicht. Alter, wie groß ist das hier? Hallo? Muss sie Angst haben vor dem Loch? That's what he said. Gut, wir können noch nicht überall rein. Oh nein. Hier werden wir nachher gejagt, aber sowas von. Uff. Alter, das erstreckt sich aber krass. Yo. What? Ich will das alles erkunden hier. Bevor ich irgendwas mache. Wo sollen wir eigentlich hin? Suche nach Molly und Isaac. Okay, das sind meine, ja, mehr oder weniger Freunde, schätze ich mal. Komm, wir gehen mal diese ganzen Stockwerke hier ab. Einfach nur, um zu schauen, womit wir es hier zu tun haben. Namen, Sir. Mo. Noch sollte ja alles relativ unschuldig Esther, sein. Down here. Ja, ja, warte kurz. Ich muss mich hier in diesem Waisenhaus umsehen, wo ich seit mehreren Jahren sicherlich wohne. Kleiner Gedächtnisschwund. Das hat man eben schon bei dieser Traumerklärung, ne? Okay, hier bin ich gestartet und da geht's auch bloß runter. Der Weg führt mich ohne Umschweife dann auch dahin. Nehme ich mal an. So, let's go. Okay, das ist das letzte Stockwerk hier. Gucken wir uns mal noch hier um. Oh, krass. Jo, hier können wir, ihr seht diese ganzen Versteckmöglichkeiten. Das heißt, hier werden nach und nach noch irgendwie, also Gegner in dem Sinne auftauchen. Wahrscheinlich dürfen wir uns irgendwie nicht erwischen lassen mit irgendwas. Gemütlich. Oh, da ist ein S. Können wir den Hocker da hinschieben? Oh, bestimmt. Nice. Ich will das alles einsammeln. Das schaltet gewiss irgendwas frei. Reicht das? Yay! Oh, ich hab's begriffen. Okay, wir müssen uns tatsächlich immer gut umsehen. Das wird scheinbar belohnt. So viel auf jeden Fall dazu. Dann suchen wir mal unsere sogenannten Freunde. Irgendwie in dieser Richtung. Denke ich mal. Ich habe ja keine Ahnung, Alter. Ich bin gerade erst angekommen. Es tut mir leid. Oh Mann, ist das riesig. Crazy. Hi. Na? Warum sind eigentlich alle im Schlafanzug? Finally. Do you want to play hide and seek with us? That wouldn't be fair. You can see Esther's big head from anywhere. You are so funny, Molly. No front. Don't forget beautiful and clever. You go camp by the lift. We will hide in the library. Jo, alles klar. Ich zähl beim Lift runter. Was weiß ich, wo der Lift ist, Alter. Gab's hier einen Fahrstuhl? Bin ich da vorbeigelaufen? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, es sind halt hier auch irgendwie die 50er Jahre. Woher soll ich zu... Ach, hier ist der Lift, Mann. Sag das doch. Ich bin jetzt alles nochmal abgelatscht, ey. Alright. 3, 2, 1. Oh, 3 Sekunden zum Verstecken? Ready or not? Mr. Hop, you wait here. Oh ja. Hast du überprüft, ob der schon stubenrein ist? Das würde ich ja mal machen. Spiel verstecken. Ach, so ist das Spiel. Na okay, gut. Na, dann soll ich da rein. Irgendwie vertraue ich dieser Szene nicht. Die Frage ist ja, wurden meine werten Kumpanen schon verschaschlickt oder habe ich noch die Möglichkeit, die Runde Verstecke zu gewinnen? Laurentia, liebe Laurentia, mein. Wann werden wir wieder beisammen sein? Am Montag. Ach, wenn es doch erst... Boah, ich hab das gehasst, Alter. Wohin führt dieser Hocker, by the way? Okay, das ist noch nicht offen. Wir sind hier in der Bibliothek, das ist awesome. Warum braucht man so ein Ding im Waisenhaus? Also, ich muss mal eine Spende machen, Alter. Einfach eine Ladung Nintendo Switch für alle.
Sonst werden die nach noch gebildet oder so. Wer kann sowas in der Gesellschaft schon gebrauchen? Oder Mozart, was hast du dazu? Genau. Ah, ein exzellentes Versteck. Schade, er hat nicht damit gerechnet, dass wir einen 2D-Side-Scroller spielen. Oh, not fair! Not fair! Alles klar, Isaac, du bist eine verdammte Lusche, Alter. So, wo ist denn die andere jetzt hier? Ist die nicht da? Die war da gerade nicht. Das kann die mir nicht erzählen. Oder bin ich vorbeigelaufen? No way. As usual, I was the best at hiding. Cheated in games. I don't think you're allowed to move to different hiding spots. Ah, Verstecke wechselt. Yep. It's not fun playing with a cheat. A cheat? You two are lucky. I am even playing with you right Professor now. McGonagall. Can we please keep the noise down? Don't you know this is a library? Die Einzige, die schreiben, sind Sie. Awful children. It's not like anybody else is in here. We can go somewhere else. I'll go get Mr. Hop. Ich fühle mich also absolut in besten Händen. Okay, erhalten Mr. Hop. Alles klar. Ich glaube, der Zug ist schon abgefahren, Alter. Habt ihr das gesehen? Spinn ich gerade oder war das... Hier stand gerade ein Schatten. Ich weiß nicht, ob das real war oder ob ich mir das gerade eingebildet habe. Offensichtlich ja schon mal nicht. Upsie, I must have left you too close to the edge. Das ist, was meine Freundin auch immer denkt, wenn sie mich irgendwo hinsetzt, ja. Unwissend darüber, dass ich schon den halben Kasten Bier verspeist habe. Kapitel 2, die Jagd. Oh mein Gott. What? Ihr seid doch froh, dass er weg ist. Oh no. Die geht ihn doch jetzt nicht suchen. Mitten in der Nacht. Hat die eine Macke? Oh damn. Wecket die anderen nicht auf. Laurentia, lieb. I'm sorry. Okay, hier müssen wir drüber springen, right? Ich bin einfach der allerbeste in Videospielen. Yep. Ganz genau. Uff. Okay, hier sind Moddy und Isaac. Das sieht man an den Plüschtieren. Die anderen haben bloß eine schnöde Lampe. In Ordnung. So, ich wollte gerade sagen, warum hat diese Tiger-Plüschfigur eigentlich so lange Ohren? Mitunter interessiere ich mich jetzt gerade mehr für die Zähne. Da unten laufen sie. Ich muss mich in Acht nehmen vor den Kindermädchen. Oh, Junge. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Das hier war doch noch nicht offen, oder? Das Badezimmer. Nein, das war's nicht. Hier kann man irgendwie den Wasserhahn betätigen. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon alles in der Demo irgendwie zur Verfügung steht. Sind die auch hier oben? Kein Plan. Ich sollte vielleicht nicht so laut machen, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich wieder ganz vergessen. Ah! Hallo? Als ob die mich nicht gesehen hat. Ist die blind? Yo, what? Alles klar. Oh, hier ist eine weitere Tür offen. Moment. Kennen wir das schon? Nee, den Raum noch nicht. Warum? Manchmal sind hier so Hocker, mit denen wir aber irgendwie dann nichts weiter machen können. Warte mal. Ich hab... Wenn der Zeiger rot ist, ist die Gefahr in der Nähe der Tür. Okay. Das heißt, ich sollte jetzt nicht rausgehen. Vielleicht können wir da bei dem Vorhang am Fenster irgendwie was machen oder so. Ist das, was ich meine? Kommen wir jetzt hier drauf und dann... Nee? Boah, das war so eine geile Idee, Mann. Schade eigentlich. Ich dachte, dahinter wäre ein Busch da. Lassen Sie sich nicht stören bei Ihrem nächtlichen Spaziergang. Ich weiß. Die alten Knochen, die rasten sonst ein. Auch Rosten genannt, aber... Wir haben es ja nicht so mit Deutsch. Ist klar. So. Ah, wo kommt denn die her? Ist da eine Fabrik, Alter? Wie am Fließband geht das hier los? Die ist sich auch nicht ganz sicher, ob sie nicht doch vielleicht mich in den Schrankkartuschen sehen. Oh, ich höre die Musik. Hier ist ein E! Yes! Da fehlt aber noch TH und ein R.
Geht gar nicht. So, was für ein Pfeil soll jetzt rot sein? Das war unfair. Das war... Du wurdest gefangen. Versuch's nochmal. Ach, ich wurde gefangen. Ach, tatsächlich. Mann, aber haben wir jetzt die Buchstaben schon? I don't know. Boah, ey. Kurios, Alter. Wir nehmen einfach 100 von diesen Kommoden, wo ein Kind reinpasst. Ja, mach du kleine Rastpause. Geh hoch. Yes. Wow. Das war ein abgekatertes Spiel. Und ich möchte das bitte nicht unterstützen. Danke. Ich habe keinen Plan, wo ich hingehen muss. Wahrscheinlich hier. Nee, das ist wieder bloß dieses sinnlose Badezimmer. Oh, vielleicht ist ein Buchstabe in einem der Schränke hier. Kann das sein? Das, sehr unauffällig, also wirklich. No! Das war awkward. Oh, ich kann das aufmachen. Aber die anderen nicht? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Guck mal, das ist eine Maus. Lol. Ach, die wohnen da. Oh. Ich möchte sie lieb haben. Mausileinchen, ich hab dich lieb. Ich glaube, das Geräusch kommt von unten. Habt ihr es gehört? Oh, Alter. Ich glaube, von hinten kommt was. Oh! Boah. Oh mein Gott. Ich glaube, das war sehr knapp. Damn. Ich bin mir sicher, dass ich in die Richtung muss. Ich will mich aber noch weiter umschauen, ob ich noch irgendeinen Buchstaben finde. Hier ist ein T. Pff, das war richtig. Damn, ey. Das ist echt tricky. Okay, nehmen wir mal das T. Da brauchen wir noch zwei. Zwei noch? Und dann gehen wir mal ganz nach rechts, weil da ist das Geräusch, wo Mr. Hobbs... Mr. Hobbs von da, wo das Geräusch herkommt. Da ist das Geräusch, was von Mr. Hobbs kommt. So wird ein Schuh draus. Ich lerne noch, Leute. Wir perfektionieren das ja alles. Und so lange wird geübt, ja? Bitte um Verzeihung. Ja, ihr hört's. Oh Gott, ich glaube, wir müssen hier rein. Ja, müssen wir. Das war die Küche, ne? Können wir da noch hinten hingehen? Und gucken, ob da ein Buchstabe ist? Ich bin mir halt nicht sicher, das ist halt von Ebene zu Ebene, da gibt es immer ein, zwei Stück. Und man darf sie halt nicht verpassen, ich glaube, sonst sind sie weg. Das ist bestimmt so ein Ding. Jo, hallo? Ich versteck mich doch hier nicht umsonst, würde gerade sagen, Alter. Weißt du, kannst dich einmal beschweren und dann klappt das ja. Dann läuft der Laden. Ich müsste mal in irgendeine höhere Verantwortungsposition. Oder auch nicht. Ich muss in den Schrank, das muss ich. Ja, genau. Yep. So. Wieder erwartend ist hier nichts. Es war also als... Komplett sinnlos. Mr. Hobbs hat seine Freunde mitgebracht, fernöstlich. Ah ja, das ist ja eine sehr multikulturelle Truppe, also ich appreciate das, ja. Oh, der liegt da, ne? Ja, eine frohe Natur, ein wahrer Sonnenschein. How did you get all the way down here? Mit den ganzen Beinen, bitte frag nicht, geh zurück ins Schlafzimmer. Mit dem größten Vergnügen. War eine Lüge. Mit keinem Vergnügen. Ah! I don't know what you're playing at, Esther. Nice Übersetzung, Digga. If I catch you out of bed again, you'll be spending the night in the cellar. Ach, komm, do I make schon. Myself clear? Es yes, heißt Leviosa. Okay, die spart mich in den Keller, wenn sie mich nochmal nach draußen erwischt. Now. Ja, ist ja gut. Miss Beverly, map. Alles klar, Leute, ich soll ins Bett. Das ist genau mein Kaliber, ja. Das. Gute Nacht, Esther. Kapitel 3, die 6. Oh, welche 6, Alter? Ist ja der Nachfolger von 5, ey. Damn, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Was ist passiert? Träumen wir wieder? Oh, Mann. Das Spiel schafft mich. Hier kommt gleich eine Hand raus. Ich weiß es. Nee? Oh, das ist ja noch viel besser. Hi. Aber sicher gehe ich da jetzt rein. Natürlich. Was soll schon passieren? Ach, das sind wieder die Korallen. Moin.
Ist er jetzt da? Jo. Kommt er? Oder fühlt er sich bloß cool mit seinem neu geschaffenen Guckloch? Hm? Hallo? Alright. Der hat keinen Bock. Was ist das? Achso, 6 Symbole soll ich jetzt hier einsammeln, oder was? Ach so, sag das doch gleich. Ah! God fucking damn it, Alter! Oh mein Gott! Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Der wird immer gefährlicher, right? Hier geht's bloß wieder nach oben. Wo sind wir denn jetzt hier in so einer abgespeckten Form von dem Waisenhaus? Ja, sie ist da drüben, ich hab sie genau gesehen. Der kommt hier gleich wieder, der kloppt mir keinen Scheiß. Ich wollte es gerade sagen. Okay, jetzt muss ich echt darauf Acht geben, dass ich leise bin hier. Hier ist Nummer 2. Er wird noch aggressiver oder schneller, ich bin mir nicht sicher. Können wir hier irgendwas machen? Jo, Dankeschön für diesen Raum. Noch nicht scheinbar. Was ist das für ein Geräusch? Dieses Tss. Was ist das, Alter? Probt hier irgendwie die Schulband oder was? Na komm. Ah, es sind die Stacheln da. Natürlich, Stacheln. Wer kennt sie nicht? Ui. Ist auch noch so ein sinnloser Raum. Hallo? Oh Mann. Boah, ich gehe da nicht vor. Ladies first. Langohrs first. Keine Ahnung. Wie auch immer du das ausdrücken magst. Komm, wir lenken ihn mal ab. Ja, geh dahin. Genau. Oh! Ich weiß nicht, wie schnell der von einer zur anderen Etage kommt. Ich will es aber auch nicht ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Wo finde ich denn jetzt hier Nummer 3, sag mal? Wie ist denn das? Das spawnt doch auch irgendwie nacheinander dann, oder wie? Oh nein. Ich glaube, der ist hier oben. Okay, hier auf jeden Fall nicht. Dann in der zweiten Etage müsste es sein. Hier, ja, genau. Das heißt, ich muss immer alles ablaufen. Sonst verpasse ich halt irgendwas. Ich gehe mal wieder hoch. Sterbe ich eigentlich? Ich habe so eine Lebensanzeige. Halt, also... Oh! Ach so, es kommen immer neue Hindernisse. Ich meine, dass ich sterben kann, ist klar. Aber sterbe ich an diesen Dingern hier? Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren, weil ich halt schon 3 Symbole gefunden habe. Und keine Ahnung, ob ich dann nochmal komplett von vorne anfangen muss. Aber bis jetzt geht's klar. Oh no. Oh no, der ist direkt da hinten. Da hinten ist auch das Symbol. Ui! Der mag das nicht, wenn ich die dem klaue. Okay, 2 noch. Schnell weg hier, Alter. Ach du Kacke, was ist das denn? Boah, Alter, der Experte. Yes. So, Schuh draus. Sagte der Nike-Mitarbeiter. Au! Mein Zeh! Apropos, wo wir aber dabei waren. Nein! Damn, was mache ich denn jetzt? Oh, das ist... Okay, das ist tricky. Ich muss warten, bis der zurückkommt. Ich lock ihn mal her. Hallo? Mr. Hop? Ui! Nein! Also, ich habe mich fast umgebracht. Nein, jetzt geh nicht in die Richtung. Damn! Der ist schlau, Alter. Der hat einen Kopf mit langen Ohren dran. Ui! Hier ist das Symbol. Okay, 1 noch. Ich darf nicht sterben, ey. Das müsst ihr alles doch mal machen, glaube ich. Mr. Hawk? Er kommt, ja. Komisch. Man könnte denken, irgendwie sein Auge verrät ihm irgendwie was, aber er hätte daran lieber einen Mund setzen sollen noch oder sowas. Weiß nicht. Zurück ins Zimmer kann ich halt auf jeden Fall nicht. Oh, ey. Oh, das war haarscharf, ey. Mir fast den Gang zum Friseur gespart. Okay, das sind alle 6. Es ist zu ruhig, wollte ich gerade sagen. Und dann habe ich mitbekommen, dass der Keller in Flammen steht. Ja, dann wird es wohl doch nichts mit der Nacht dort unten, Mrs. Beverly. Hallo? I need to put this fire out before the whole house is burnt down. Oh, muss ich das? Ja. Alles klar. Das ist vor allem die Demo. Wir sind ja 35 Minuten drin. Das geht ja länger als das Hauptspiel vom ersten Teil. Ah, da ist jetzt ein Eimer und auf der anderen Seite war halt ein Waschbecken. Das ist natürlich klar, Alter. Den hat die Putzfrau da eben abgestellt. Ich hab's genau gesehen. Jetzt nicht noch irgendwie sterben. Das. Ich hab's mir nicht eingebildet vorhin. Da ist ein Schatten. Damn. Irgendein spooky Geist.
Ich weiß auch gar nicht, ob das hier wirklich was mit einem Hasen an sich zu tun hat. Oder ob einfach quasi so ein Dämon random die Kuscheltiere heimsucht. Das ist, was ich meinen befällt. Ja, so ein kleiner Spritzer, 20 Zentimeter, die reichen natürlich für ein enormes Feuer mit 10 Quadratmeter Durchmesser, ist klar. Müsste mal wieder gegossen werden, umsonst machst du gut. Nein. Ah! Das ist definitiv kein Hase. Ich kann mich doch irren. Ich war im Bio schlecht. Kapitel 4, Molly. Oh, ey, es geht immer noch weiter, yo. Wie lang ist denn dann das Hauptgame? Jetzt weiß ich, warum die so lange brauchen. And why do I keep seeing them? Das wäre mal eine interessante Frage, tatsächlich. Mr. Hopp, lasse ich hier, ja? Jo, viel Spaß mit dem Dude. falls es sich ergibt, steigt nicht in seinen Mund. Es ist eine Falle. Ich musste die Erfahrung leider auch schon machen. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, noch einen letzten Buchstaben suchen und finden. Wenn ich ganz ehrlich bin. So, hier, da konnten wir irgendwie nicht rauf. Ich glaube, hier ging bloß die Spülung. Ja, das ist so dumm, weil jetzt hier mehrere Fields of Interaction aufeinander liegen. Oh, hier ist ein R. Ist das das letzte? Nee, ein H fehlt uns noch. Oh, hätten wir das finden können? Ich bin mir nicht sicher, wo. Das kann ja irgendwo noch rumliegen. Noch ist halt alles Schlechte, was sie erlebt, nur in ihrem Traum. Und sie kann das noch irgendwie, wie soll ich sagen? Oh, kann man... Wait, what? Sie kann das noch differenzieren. Aber das hält ja langsam aber sicher immer mehr Einzug in die Realität, sag ich mal. Yo, können wir bloß auf den Stuhl? Warum können wir denn den Tisch auch verschieben? What? Ich glaube, das sind noch Sachen im Hauptgame oder irgendwie später bestimmt. Wie auch immer. Egal. Nee, ich muss mich da erst umsehen. Sorry, Freunde. Was die Moment. Ich die sehe und drehe halt sofort um auf der Stelle. Molly, where did you go? Ich bin da gerade vorbeigelaufen. Just saying. Das war jetzt creepy. Isaac stand da auch rum. War das ein Dialog von, weiß ich nicht, später oder so? Also, da war auf jeden Fall kein Buchstabe mehr. Vielleicht finden wir den jetzt, nächsten Abteil. Ich hoffe es einfach mal. Ja, genau. Hier haben wir das probiert. Die stehen hier. Molly. Moin. You put Mr. Hop in the kitchen last night and got me in trouble. Verdächtig. What? That wasn't me. Why would I go anywhere near Mr. Hop when I have Mr. Eifersüchtig bist? Are you sure you weren't just sleepwalking? You know, maybe if you didn't act like such a princess and tried to be nice, we all might actually like you. No front. Ups. You should go apologize. Damn. She's savage. Sollte ich mich entschuldigen? Ich spitte hier aber straight effects. I mean, das war vielleicht ein bisschen polterig, aber... Übrigens war dieser Dialogfetzen vorhin, wo ich mich so gewundert habe, wahrscheinlich von jetzt hier dieser Sequenz sozusagen, weil Molly jetzt erst hier weggelaufen ist. Alright. Oh oh. Das ist nicht die Bibo. Hallo? Oh, Kacke. Du warst mir eh die unsympathischste von allen, muss ich sagen. Ah, genau! Die hat sie gefressen. Betten? Oh, bestimmt. Kann ich noch umkehren? Nee, ne, ich muss jetzt alle von Mr. Hobbs Freunden ertragen. Ah! Hallo? Kleines Häschen. Ich zieh dir die Löffel lang. Mach keinen Scheiß. Der macht Scheiß. Das war bestimmt das Ende der Demo. Ach, verdammt. Ich habe einen Buchstaben nicht gefunden dann. Irgendwas habe ich übersehen. Oder geht's? Nee, es geht nicht weiter. Ja, das habe ich mir gedacht. Ach, schade. Aber es ist die Demo. Wir haben im Hauptfinale auf jeden Fall nochmal die Chance. Und ja, mal gucken. Was haben wir denn für Extras? Hop Hockey? Hops Hort? Hops Rush? Okay, I don't know, was das alles ist. Wie so eine Art Minigames. Es gibt auch Skins? What? Yo, dafür sind die Münzen. Oh, ach, ist das cool, ey. Damn. Yo, das feiere ich richtig, ey. So eine kleinen Gimmicks. So ein bisschen mit Ingame-Verdiensten. Sehr, sehr schön. Geile Demo, ey, liebe Leute. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war ein Abenteuer.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns auf die Vollversion. Die soll kommen am 14. Juni. Wenn ich mich jetzt hier recht entsinnen kann. Bis dann, haut rein, macht's gut und ciao!